Die ersten 7 Tage unserer Reise durch Kirgisistan sind wir zuallererst mal zum Kegeti-Pass gefahren, dann über Tokmok an einen kleinen Canyon heran, den wir von einem Local empfohlen bekommen haben. Danach ging es an den Issyk-Kul-See weiter zum Fairytale Canyon und los geht's. Wir machen jetzt hier einen kurzen Pause am Issyk-Kul-See. Unser Canyon ist jetzt wieder frei. Sonne scheint, alles süß, für uns geht's jetzt los. Job, Bruder. Geht auf jeden Fall nicht mehr. Kann man so klopfen? Lass mich kacken! Love is a highway. I will ride it all night long. Was ist denn gerade passiert? Ich hab die Cam gedroppt. Das ist ein Mikro. Ja. Aber das ist nicht alles, was passiert ist. Erzähl mal, wie das passiert ist. Ich wollte auf Kuhl den Berg da unten runtergehen. Mach den ersten Schritt. Merke, das wird gar nichts. Krieg aber, also ich. Dadurch, dass ich ausgerutscht bin und das Berg runtergeht, ging es nur noch bergab. Wollte anfangen zu sprinten, merke, dass es viel zu steil ist. Leg mich auf die Fresse, drop die Cam. Sehe, wie die Cam einfach so gut runterfällt. Krieg einen kleinen Nervenzusammenbruch. Bruder, der hat geschrien, das war ein richtiges Echo. Also wenn ihr hier irgendwo vielleicht einen Kratzer seht, dann sorry. Wir haben noch ein zweites Objektiv dabei. Macht euch keine Sorgen, das wird nicht das ganze Video so weitergehen. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Oh. Okay. Ein kleines Fokusproblem. Dauert ein bisschen. Vielleicht liegt es am Objektiv. Normalerweise müsste es am Objektiv liegen, weil der Fokus ist im Objektiv. So, Sportsfreunde, wie gesagt, wenn ihr jetzt einen kleinen Crack in den nächsten, bis wir beim Van sind, noch in der Linse seht, dann keine Sorge, keine Panik auf der Titanic. Sobald wir am Van sind, hat sich das dann auch wieder gelöst, das Problem. Dann ist ja alles wieder super. Dann haben wir gar keine Probleme mehr. Auch nicht mit der Linse. Kleine Fotoshooting. So, wir sind jetzt hier hochgekraxelt, damit Freddy ein schönes Bild von uns machen kann. Der schwarze Punkt da hinten ist Freddy. Kriegst du meinen Furz? Ein bisschen, ja. Jetzt, wo du es sagst. Ich finde diese 2 Platten so geil hier, ne? Wie entsteht so eine Kacke? Keiner weiß. Keiner weiß. Keiner weiß. Irgendwas muss denn da stehen. Natur ist ein wahrer Magier, Bruder. Freddy geht weiter hoch auch. Gott ist ein Magier. Wir haben hier 2 Frauen hinter uns. Wir wollen eigentlich, dass sie weggehen, damit wir einen kleinen Shot haben. Was bitte? Gott. Gott. Mein Gott ist Gott. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Anderer Weg. Wir gehen jetzt da die Straße entlang. Und dann rechts Richtung Van wieder. Und dann gibt's was zu essen, weil wir haben Hunger. Wir haben alles am Hunger. Hunger! Eine Runde mit einheimischen Kiddies kicken. Mein Cape weht auch im Wind. Ja, ja, das ist wie meine Haare, Bruder. Ja, ja. Mein Magen knurrt. Mein Pickel tut weh. Hä? Mein Pickel tut weh. Welcher Pickel an? Der ist schon dreckig, ja. Kurze Nebeninfo. Also wir haben gestern Abend, nachdem wir im Restaurant waren,
haben wir versucht, einen Schlafplatz zu finden. Da vorne ist ein Zeltplatz ausgeschrieben, ausgestellt, was auch immer. Einfahrt geht hier runter. Es war fies am Schütten. Wir waren nicht mal, ich glaube nicht mal 3 Meter drin und wir sind stuck gewesen. Aber so stuck, dass wir einfach gar nicht mehr rauskamen. Ne? Also wir mussten wirklich, Tommy und ich haben dann das Auto mit hochgeschoben, während Freddy in Low Gear und Four-Wheel Drive Rückwärtsgang eingelegt hat, damit wir hier irgendwie rauskommen. Wir haben es gestern nicht gefilmt, aber wir dachten, wir erzählen es euch mal ganz kurz hier. So. Er war halt, ich wollte gerade sagen, es war halt am Schütten wie Sau, es war halt duster so und ja, aber es ist, ne? Wir mussten euch das mal ganz kurz mitteilen, was wir dafür für ein Drama hatten. Und wie schon angekündigt, ging es jetzt für uns Richtung Supermarkt, um da noch ein, zwei Kleinigkeiten einzukaufen. So, Freddy und ich, wir gehen jetzt einkaufen. Alkohol, weil es ist Doppelgeburtstag, wie gesagt. Janis und ich. Und wir wollen auch noch vielleicht was Fleischwurst oder Lachs oder so. Mal schauen, was es so gibt. Gucci. Einfach GD. Gucci. Ja. Einfach in dem ganz normalen Supermarkt hier, Bruder. Kleine. Also, wir haben 4 Local Biere geholt. War es besser, ja. 4 Local Biere. 2 verschiedene. 2 verschiedene. Und eine Label Wodka. Drinks sind ready. Bierchen auch schon leer. Freddy hat sein letztes noch. Angefangen. Ob die leer wird, ist die Frage. Ne? Gucken wir mal. Sieht aus, als ob ich die ganze Zeit hier bin. Kurze Verdauungs-Chiller gemacht. So nämlich. Ja, ich trinke auf jeden Fall. Also, wir mischen halt den Wodka mit Sprite. Wir hatten aber noch eine abgecrackte Red Bull-Dose, deswegen haben wir jetzt kurz ein Wodka E gemacht. Und jetzt wird wieder auf Sprite umgestiegen. Warum machen wir das denn so? Ja, in 45 Minuten hast du Geburtstag, das ist mein Geburtstag. Ja, du hast doch Geburtstag. Ich habe noch 45 Minuten Geburtstag. Richtig, und ich habe 45 Minuten. Deswegen machen wir das. Auf schöne, wirklich schöne Tage. Ja, was wir leider nicht auf Kamera haben an dem Abend, ist das Essen. An dem Abend hat das Essen uns tatsächlich brutal ausgenockt. Wir haben uns über 1 Kilo Reis für 4 Personen gemacht mit einer Tomaten-Thunfischsoße. Freddy und ich haben an dem Abend dann aber so viel gegessen, dass uns das übertriebenst auf den Magen geschlagen hat, weshalb wir dann nicht mehr richtig in der Lage dazu waren, was zu trinken. Und dann sind wir tatsächlich auch relativ kurzzeitig nach diesem Clip schlafen gegangen. Deswegen wundert euch nicht, dass da nichts mehr von dem Tag existiert. Da kommt noch genug Material von den nächsten Tagen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ne? Und so. Wir haben heute Freitag, den 14.06. immer noch meinen Geburtstag. Gestern Abend war keine Saufparty. Mich mies überfressen gestern und dann habe ich mich in den Van gelegt. Dann hatte ich gleich einen Kreislaufabkacker. Dann bin ich wieder aufgestanden. Dann so beides hat mein Körper mich verarscht. Dann haben wir uns dann kurzzeitig dazu entschieden, wir gehen dann einfach in den Van. Es hat auch angefangen zu regnen. Ja, hat auch angefangen zu regnen. Ja, deswegen, heute ist der Plan, erstmal frühstücken und danach dann mal weiterschauen und so. Ihr wisst Bescheid. Heute wieder Sucuk mit Ei. Jeden Morgen. Für das Geburtstagskind eine extra große Portion. Lass mal Freddys Mikro. Hab Mikro voll gemacht, ja. Damit ihr mal seht, dass es auch Arbeit ist. Wir müssen hier gerade während des Frühstücks einfach anfangen, Mikrofone zu backuppen. Weil der Kerl der Meinung war, er müsste einfach alles aufnehmen, was er in diesem Urlaub zu hören bekommt. Aber lieber so, als nur 2 Minuten am Tag aufzunehmen. So, Freunde, wir fahren jetzt gerade eine etwas korrupte Straße entlang. Wir wollen den Tuso-Pass, so heißt er,
lang wandern. Da, wo wir eben waren, wäre das eine 3-Stunden-Wanderung. Und weil wir schon so 15 Uhr haben, wäre das dann ein bisschen zu spät geworden, weil wir noch einkaufen müssen und so weiter. Deswegen, Freddy, unser Meister, fährt uns hier gerade hin. Und dann machen wir ein schönes Türchen. Freddy, unser Löwe, unser Chauffeur. Ich hab Bock, mich zu bewegen. Wir sind jetzt beim Tozor Pass Road angekommen. Unendliche Weiten. Da so in die Richtung, ihr werdet es gleich sehen. Das ist auf jeden Fall brutal. Ey, dieser Crack auf der Kameralinse, das sieht so hart aus. Ne? So. Sieht immer noch scheiße aus. Wir gehen jetzt los, wir ziehen uns an, dann geht's los. Janis, kommt mal dazu für Thumbnail. Hier ist Thumbnail. Ja, für eine Folge. Ich bin auch dabei. Super. Oh ja, guck in die Ferne, Freddy. Ja, was haben wir denn da noch hier? Jetzt ein bisschen nach rechts, links. Einmal den Berg hoch. Was ist hoch. Da so? Was ist da so? Erzähl mal was. Ein kleiner Schauspieler, Digga. Ich hab ihn gestummt. Hör auf, er will nicht mehr. Du hast neue Mütze. Hey, mein Freund, pass auf deinen Ton auf. Pass mal auf, wie du mit mir redest, mein Freund. Mäh. Ja. Ganz schön frech für so einen Kleinen. Ehrlich. Bevor ich da reinkomme und nicht zu Fleisch verarbeite. Wow. Ja. Mäh. Brauchst du jetzt eine Mütze oder nicht? Beatstyle. Das wäre eigentlich perfekte Kombination zu Janis Skinny Braca. Ich will gar nicht fokussieren. Nein. Perfekte Kombination zu Janis Skinny Braca, glaube ich. Ich glaube auch. Janis. Mütze für deine Skinny Braca. Oh, ja, Buddy, die fittet. Die fittet bös. Der guckt auch böse, ne? Der guckt auch böse. Der will ein 1 gegen 1. Wir haben ein neues Zuhause für Janis gefunden. Wenn er das nächste Mal ein bisschen frech wird, sperren wir den da ein. Der Schwenker, Tommy. Tommy, der Schwenker. Der Käfig. Was ist eigentlich so, Freddy? Wenn du dir im Bauchnabel rumspielst, hat Freddy gesagt, spürst du es in der Eichel. Mein Gott. Oh Gott, das ist so. Wie wir darauf gekommen sind, ist halt die andere Frage. Wir haben gerade darüber geredet. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, würdet ihr das Frau einer... Nein, warte mal. Das Arschloch einer Frau lecken, wenn sie es wollen würde? Janis sagt nein. Janis spielt auch noch in seinem Bauchnabel rum, um zu gucken, ob es in der Eiche zu spüren ist. Und also vielleicht, aber ich glaube, das auch nur, weil du gerade sagst, also so, weil man gerade darüber nachdenkt, ob das. Ich würde das gerade gerne googeln. Telepathisch miteinander verbunden ist. Ja, das ist eine Nervenbahn. Weiß ich nicht. Aber Arschloch lecken würde ich sagen. Außer die sagt wirklich so, ich finde das richtig geil, wenn du das machen willst, weißt du? Come on. Aber ich würde jetzt niemals hingehen, Bruder, und so wirklich so fragen. Findest du das geil? Niemals! Das war krass. Hey, warte, aber wenn ich so vorgehe mit dem rechten, dann gehe ich doch mit dem linken. Step und ziehst den anderen. Ja, das ist wirklich einer dieser Leute, mit dem willst du dich einfach hauen, weil du keine Ahnung hast, was er tut, ne? Sieht richtig so aus, als könnte er gar nichts. Oh Mann. Mit Freddy wird es aber schon wieder spannender, weißt du? Kann man so Club? Eastside, Westside, Brühl-Ost, Gangshit. Ich komm Club nicht rein. Oh.
mein Kopf. Abgeschlossen. Boah, bei dir ist ein Ding. Ja, ich weiß. Hast du probiert? Nee. Machen wir. Abo! Oh, some meat. Ja, mich doch nicht fangen. With your team hands, brother? Geh da rein jetzt! Ich mach mit. Pass auf den Hut auf, ne? Uiuiui. It's kinda rusty. Oh shit. Looks good, man. Shoutout Paolo, der sich das nicht traut. Den Besuch. Wir haben keine Ahnung. Justin, kannst du es übernehmen? Rati. Wir können kein Russisch, das wird schon wieder die reinste Katastrophe. Salam. Soll ich die ansprechen? Ja, da kommen alle, Bruder. Soll ich die mal so ansprechen, einfach auf Deutsch? Du bist diese maximale Größe. Auch nicht locker lassen mit diesem Deutsch, weißt du? Diese drei Hüte, Bruder. Aber wir haben auch nichts zum Verschenken. Haben wir Snickers oder so? Nein. Haben wir irgendwas Süßes? Nein. Junge, wir sind so schlechte Touristen, ne? Die Gammes. Sollen wir den Kippen geben? Tommy, gib mal einen Hut. Ich will auch einen Hut haben. Sollen wir einfach dippen? Ja, wir bekommen Besuch. Die kommen auch alle vorbei. Salam! Salam! Das kleine Kind feiert unnormal. Sollen wir deren Dings schütteln, deren Hände? Ich stinke nach Kippe. Du stinkst richtig nach Kippe, Bruder. So wie immer. Nichts Neues, ja? Danke, aber ich weiß. Schau mal in deinen Rucksack. Schenk ihn Sonnenbrille, Janis. Janis, deine Sonnenbrille muss gerade da oben. Bei Gott, das sind schöne Kreaturen. Was hast du gerade gesagt? Wow. Cut! Janis, cut! Boah, das war jetzt nicht, wie heißt das? Pädophil gemeint, wirklich. Hast du Kreaturen gesagt? Ja, Bruder. Ist doch so. Pädophil, sagt er. Er sagt einfach, das sind Menschen, Janis. Weißt du das? Ja, ich weiß, Bruder. Das war ja auch nicht so... Ja, egal. Falsch formuliert. Da kommst du nicht mehr raus. Wollen wir weiter, Jungs? Kommst du nur im Knast rein. We got you in 4K, brother. With the audio. Vielleicht eine Blume schenken. Habibi, die haben hier Blumen im Garten. Ja, schenk doch bitte deine Sonnenbrille rein. Deren... Ich glaube, die schenken uns. Ja, das flippt aus deren Garten eine Blume und gibt dir. Ja, ja, yalla, Jungs. Tamam, das wieder. Beweglich wie eine Schlange. Hallo. Hallo. Ich bin Bojack Horseman. Sieht fett aus, Digga. Zeig mal die Zähne. Beste Verfassung. Hallo. Kleine Nutten. Du hältst deine Schnauze, wenn ich schreie. So wie von Jem gelernt haben, war gestern Tag der Nutten. Tag der Huren. Hat Jem uns so. Ah, deswegen hat Janis gestern Geburtstag. Hä? Ja, Victor hat er sich gefangen. Was sagt er da? Gestern war Tag der Huren. Diese 13, weißt du, 17,50, 1 plus 7 plus 5. Den müssen wir eigentlich noch mal ein bisschen erläutern, weil wir haben ein bisschen. Doch, den erläutern wir jetzt. Also, Janis und. Wir waren ja gestern am Canyon.
habt ihr ja gesehen, ne? Und ihr habt ja auch mitbekommen, dass wir... Ich mache jetzt mal ein Mikro an, damit wir das jetzt nicht falsch erzählen. Ich erzähle das genau so, wie es ist. Also, wir waren im Canyon, ne? Und dann haben wir, habt ihr ja gesehen, wir hatten ja auch ein kleines Problem mit der Kamera am Ende, ne? Wir haben ja, wollten ja gucken, ob da ein Kratzer auf der Linse ist und so. Das ist passiert, weil Jannis der Meinung war, er müsste irgendeinen steilen Abhang runtersprinten. War dumm. Ja, so, nee. Ich bin ausgerutscht. Ausgerutscht und deswegen hat er dann Kamera weggeworfen. Auch nicht. Und dann, ich bin runtergefallen. Und Kamera weggeworfen. Und dann hat er als erstes auf die Uhr geguckt und dann hat er gesehen 17:50 und hat dann einfach 1 plus 7 plus 5 gerechnet. Das waren dann 13 und dann... Ich hatte Geburtstag und dann war ich wirklich so, ich habe auf die Kamera geguckt, hat gar nichts mehr funktioniert. Alles durchgebrannt, richtig geheult. Ich muss an eine gute Freundin denken, die auch immer an ihren Geburtstag heult. Aber was hat, das mit 17, was hat das mit diesen 17,50 auf dem Hut mit Xaver? Nein, das war jetzt nicht wegen Xaver. Ja, aber 17,50 erklärt. Diese 17,50 natürlich. Aber das war ja nicht die ganze Story. Und dann haben wir, am Abend haben wir geguckt. Ein guter Homie von mir hat einfach genau um 17:50 Fredde geschrieben und Fredde geschrieben, dass er mir gratuliert. Weil Janus kein Netz gekauft hat, kein SIM-Card. Nee, braucht er nicht. Brauch ich nicht. Kranker Zufall wahrscheinlich, aber die 13 verfolgt mich auf jeden Fall. Das ist immer die 13 bei Jannis. Wenn irgendwas schief läuft, kramt der irgendwoher die 13 raus. Er weiß nicht irgendwie dann, woher. Er macht dann erweiterte Mathematik einfach, um die 13 herauszufinden. Vor allem in dem Moment. Ja, Kamera fliegt runter, Jannis droppt. Oder die 13 habe ich verfolgt. Ja, die 13. Naja, es war wirklich nicht so. Ich habe die gedroppt, habe auf die Kamera geguckt, hat gar nichts funktioniert. Ich bin abgekackt, gucke auf die Uhr, steht 17:50 Uhr. Kurze Mathematik gemacht, 1 plus 7 plus 5, auf einmal war 13. 13 war schon wieder das Problem. Ein spirituelle Mensch. Aber auch erst seit so einem Jahr, ne? So. Einem halben gefühlt. Seitdem sind auch Sternzeichen und sowas voll das Ding. Mond. Aber ist halt auch nur eine Phase, ne? Ich hoffe es. Wahrscheinlich. Weiter geht's. Wir haben auch nicht ewig Zeit, deswegen weiter rein in die Berge. Was hast du gefunden? Toller Einsatz. Wenn ihr das sehen könntet, wie Tommy in der Pferdescheiße sitzt. Wow. Ich wollte mal so einen ersten Eindruck von diesem Land einfach mal ein bisschen erzählen. Weil wir sind alle mit relativ, ja, nicht Schiss, aber so ein bisschen Respekt in dieses Land reingegangen. Weil man halt so ein bisschen mitbekommt mit Korruption und mal so einer Scheiße. Ob der seinen ganzen Kopf drauf hat. Und die warten noch. Oder filmt so. Ansprache machen. Also so, hier so. Pisst euch. Hast du deinen Kopf auch drauf? Ja. Mach ich ab. Die Halunken, Alter. So, wo war ich? Wegen Korruption und so weiter. Aber ich schwöre es euch, diese ersten 6, jetzt 7 Tage, wirklich geisteskrank. Also nicht nur die Natur, sondern auch die Leute, einfach unglaublich nett. So. Der Mikro ist aus, glaube ich. Ich habe einen Stock drin. Obwohl, nee, doch nicht. Meine Mikro ist aus. Ich habe einen Stock gefunden, ich hau dich gleich damit. Der geht... Ich würde sagen, so tief komme ich rein bei dir. Vorne oder hinten? Das hast du gefragt. Dein Mikro ist aus. Nein, bin ich nicht. Immer noch aus. Es ist kein Pegel. Immer noch kein Pegel. Test, test, test. Bruder, da sind doch zwei Pegel. Jetzt, ich schwöre jetzt. Ich habe 15 Mal drauf gedrückt. Ich schwöre jetzt das erste Mal. Guck dir das Video nach an. Bruder. Ich bin Reiseführer. Bruder, wenn ich... Gib mir das Mikro. Sag mal was. Wir sind Touristen und ich bin Reiseführer. Das ist korrupt. Ich schwöre, das ist korrupt. Ich mach's noch dreimal, damit ich Tommy einfach beweisen kann, dass er einfach keine Ahnung hat von dem, was er da gerade tut. Manchmal, ne? Ich schwöre, das am Spacken.
Also, es hat angefangen zu regnen. Wir haben noch einiges vor heute. Wir müssen wieder zurück jetzt über eine Stunde. Wir müssen mit dem Auto noch eine halbe Stunde runterfahren. Wir müssen noch einkaufen. Wir müssen noch einen Schlafplatz suchen. Deswegen ab geht's wieder zurück runter. Und die Mikrofone haben gerade eben die ganze Zeit nicht funktioniert. Wir glauben, dass der Sender kaputt ist. Der Empfänger kaputt ist. Nicht kaputt, leer ist. Und deswegen ja, viel Musik und so. Geht's ab? Das Mikrofon packt unnormal ab. Hoppa. Dann will auch Donkey berühren. Weiß nicht, ob er mich will. Ich weiß nicht, ob er mich will. Oh, wir haben Donkey berührt. Und wir haben Ziege geschafft für Urlaub. Das ist aber auch ein wilder Esel, ne? Hier ist eine Woddy. Der Brudi ist besoffen, ja? Wir sind zurück. Wir machen jetzt Rahmen. Und dann fahren wir wieder runter, wie gesagt. Und dann Supermarkt, Schlafplatz suchen, etc. etc. Am Hansmobil back in the hood, weißt du? Heute gibt es süße Köttböller mit Muschelnudeln und der klassischen Tomatensauce wieder. Aber wenigstens haben wir ein bisschen Abwechslung reingebracht. Ob die was können? Ich glaube schon. Ich bin mir sicher. Wir haben Sahne gekauft eigentlich, aber Sahne ist irgendwie verschwunden auf dem Weg. Wir wissen nicht. Aber ist okay. Zwiebeln kommen rein. Nudeln sind fertig. Oh. Die Hackbällchen sehen gut aus. Und wie immer, der Klassiker. Den könnt ihr euch merken, wenn ihr in Kirgistan seid. Vertraut auf die Soße. Ja, das sieht so stabil aus, ne? Ja, das nimmt auch ein bisschen mit Pfannenwender an seinen Hut und an seine Mütze. Ist es dreckig? Ich glaube nicht, ne. Kochen macht Spaß, weil es warm. We got him. Ich sitze die ganze Zeit am Topf. Ich habe einfach meine Daunenjacke vergessen. Ja, das ist der einzige ohne Jacke, deswegen chillt also er am Feuer. Also so richtig warme Jacke. Aber man lebt, man überlebt. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, ich blende die Kamera nicht. Bällchen sind sehr gelungen, Soße auch stark. Nudeln leider nicht, haben nicht alle in den Topf gepasst, deswegen machen wir jetzt nochmal schnell eine Ladung für die letzte Packung. Aber auf jeden Fall ein gutes Festmahl für das Geburtstagskind. Der sitzt hier. Vielleicht nicht mehr. Nee, ist nicht mehr.
Bei Freddy auch keine Zeit für Faxen, hier wird wieder gelöffelt, geschaufelt. Man kennt's. So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal direkt aus dem Auto direkt los. Wir fahren jetzt einen jungen Herrn besuchen, der eine Show für uns abliefert mit Adlern. Der jagt mit Weißkopfseeadlern. Das ist hier so ein bisschen traditional, ein bisschen History, auch wenn Vlad meinte, die haben hier kein History, aber sie haben History und das gucken wir uns an. Kleine Interaktion mit Einheimischen, ein paar schöne Shots sammeln. Wir sehen uns da. Wir sind angekommen, wir müssen jetzt einmal nach da hinten latschen. Da kann man nicht mit Wändlern. Ist auch schon zu spät, typisch Hans wieder. Aber ich würde sagen, let's go. Freut euch, ich freue mich. Bis gleich. Die Adlershow und viele weitere Sachen werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, also wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von uns, dann aktiviert die Glocke. Lasst ein Like da, habe ich gerade eben schon gesagt, oder? Lasst einen Kommentar da, teilt das mit euren Freunden, die uns vielleicht noch nicht kennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis in 2 Wochen und tschüss.